Ah. Oh, der erwischt mich scheinbar nicht, wenn ich hier an der Wand klebe. Ah! So viel dazu, so viel dazu, so viel dazu, so viel dazu. Moin, und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Im Deep Dive Update haben wir wieder einiges vor, meine lieben Freunde. Wir müssen unsere Seebahn zurückbekommen. Dazu habe ich mir jetzt zusätzliche Tauchflasche gecraftet, damit wir dann in einem Rutsch zur Fabricator Allen Base runtertauchen können und von dort aus wieder rauf zur Seebahn, damit die da hinten nicht lost in space ist. Und außerdem möchte ich gerne auch noch das Enzym vom Sea Emperor bekommen und auch noch ein Seekobold-Ei, das wir mal ausbrüten können. Und dafür braucht man natürlich auch noch den Kreaturentank. Also wir haben einiges vor, meine lieben Freunde, mal schauen. Und mir wurde gerade auch schon gesagt, ich muss in den Osten schwimmen, um diesen See-Emperor-Enzym-Dings zu bekommen. Müssen wir mal schauen. Wenn du mal endlich einen Kompass machen würdest. Ach, Kompass wird überbewertet. Echte Spieler können sich ohne Kompass orientieren. Echte gute Spieler. Fand ich auch lustig. Hat neulich einer drunter geschrieben, mach mal einen Kompass, dass man endlich mal weiß, wo du hinschwimmst. Aber ganz ehrlich, jemand, der nicht einfach gucken kann, wo ich im Video hinschwimme und einfach mal die Topografie vergleichen kann, der checkt das auch nicht, wo ich hinschwimme, selbst wenn ich einen Kompass habe, glaube ich. Ich glaube, Osten müsste irgendwo da sein eigentlich. Da so in der Ecke, weil da waren wir noch gar nicht. Vermute ich jetzt mal. Nee, ich brauche keinen Kompass. Ich brauche keinen. Ich kann mich orientieren. Alles gut. Ohne Kompass komme ich gut klar. Ich glaube, bist du in der Kirche? Ich glaube nicht. Die Kirche hat den Glauben zweckentfremdet. So, jetzt, ich muss ja nur nach der Boje gucken eigentlich. Wir haben ja zum Glück den Allen beim letzten Mal schon markiert. Der ist ja direkt da vorne eigentlich, da wo die Boje ist. Das heißt, ich muss mich jetzt einfach nur an der Boje orientieren und wir können ja, wie gesagt, Margaret's Base jetzt als Zwischenstation nutzen. Und da mussten wir ja sowieso nochmal hin, weil jetzt ist ja eigentlich die Aufgabe, die weiße Tafel von Margaret zu bekommen. So. Und die große Frage ist jetzt, finden wir sie jetzt in ihrer Base? Oder nicht? Oh Gott, jetzt wäre ich wieder hier von den hässlichen... Ah! Nein, lasst mich... Geh weg. Oh Gott. Ich werde beklaut. Angefressen. Alles hier. Genau, da unten ist jetzt Margaret's Base. Da schließen wir jetzt einfach mal kurz rein. Klopfen mal an, sagen Hallo. Und wenn die nicht zu Hause ist, dann gehen wir einfach weiter zur Allen Base runter. Und von der Allen Base können wir dann hoch zur Seebahn. Weil es geht jetzt eigentlich primär wirklich darum, erstmal die Seebahn zurückzukriegen. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, eine neue zu bauen. Das ist jetzt irgendwie doof. Deswegen. Wir haben die jetzt so oft gebaut, ey. Das ist schon das dritte Mal, wäre das, dass wir uns eine neue Seebahn machen müssen. Nochmal die Frage, in welchem Wrack findet man den verstärkten Taucheranzug? Das Wrack im Osten. Nein! Keine Ahnung. Das Wrack, was beim... Okay, ich beschreibe das jetzt mal, ohne dass ich eine Richtungsangabe mache, ja? Du kennst ja vielleicht die Gegend, wo die Ventgardens sind. Da in der Nähe ist ein ziemlich großes Wrack und da findet man das in einem Schlafraum. Habe ich auch tatsächlich schon ein Video zu gemacht, das aber noch nicht online ist gerade. Also, die Leute, die das hier jetzt auf YouTube sehen, werden sich wundern, weil da ist es nämlich schon lange online. Und die Leute, die es im Stream gucken... Wir werden sagen, was? Video? Ist halt so lustig mit den Zeitreisen, ey. Ich kann es immer wieder sagen, Zeitreisen sind eine geile Sache. So, genau, man muss ja von innen hier rein, ich erinnere mich. So, die Tür ist noch offen. Ob die Animation jetzt nochmal kommt? Wenn ich jetzt hier reingehe? Nee? Oh, guck mal, sie ist nicht da. Na toll, und wo kriege ich jetzt die Tafel her? Wo kriege ich jetzt ihre Tafel her? Vielleicht mal bei den Tafeln versuchen. Ist so unlustig. Da ist das kleine, dicke Spielzeug, das will ich haben.
Hier ist der Kühlschrank nochmal. Ja, Tafel ist hier nicht irgendwie. Ist keine Tafel. Und Margaret ist auch nicht am Start. Wo mag sie sein? Wo mag man sie jetzt finden? Und ist das überhaupt so gewollt gewesen, dass die dann nach dem Neuladen weg war? Sie saß ja da rum im Stuhl. Bevor wir dann den Bug hatten und neu geladen haben, dann war sie plötzlich weg. Wäre jetzt natürlich ärgerlich, wenn es deswegen nicht weitergeht, ne? Ich meine, wenn das jemand weiß, ne? Kann das gerne mal jemand in den Chat schreiben. So ist es nicht. So, dann lasst uns mal zum Ellen runter. Ich hoffe, das ist jetzt hier die Richtung. Da müssen wir bestimmt hier so einen kleinen Umweg tauchen. Ja, warte mal, ich sollte mich vorher noch mal gezielt informieren, wo jetzt hier konkret der Abgang für Ellen ist. Nicht, dass ich wieder hier unnötig rumtauche und Sauerstoff einbüße. Aber jetzt müssen wir echt aufpassen mit dem sauren Stoff hier. Was denn jetzt passiert, Alter? Was für ein Leck. Ich glaube, ich muss eher da runter. Und dann so nach rechts rum. Tausch doch mal die Flaschen aus. Warum? Wir haben doch beide Flaschen, sind doch die mit voller Leistung. Beide sind doch voll. Warum soll ich die jetzt austauschen? Wir haben doch beide schon aufgefüllt. Ist doch alles okay. Haben wir beim letzten Mal schon gemacht. So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Aber wir haben ja zum Glück haben wir die Markierung. Das heißt, ich kann einfach gezielt. Einfach vor allem. Einfach und gezielt. Ich ahne schon, wir müssen da vorne rechts und dann. Ah, okay. There's currently no way to retrieve the tablet legitimately. Alles klar. Dann können wir das also noch nicht machen. Dann ist quasi hier erstmal die Story. So wie sie jetzt im Spiel ist, ist erstmal zu Ende quasi. Mit anderen Worten. Ach du Scheiße, da ist mein Freund wieder. Mein bester Freund. Nee, die werden nicht nach einer Zeit leer, wenn du die nicht aktiv beatmest. Wenn du nicht aktiv daran atmest, dann werden die nicht leer. Ach Scheiße. Aber irgendwie bin ich gerade auch ein bisschen irritiert. Müsste Ellen nicht unter mir sein eigentlich? Oh, scheiße. Ach komm, lass mich. Ja, im Hinter... Nein, warum hänge ich denn hier fest? Was ist das für eine Scheiße? Oh, Kacke, Mann. Ja, was war denn das? Da! Oh Gott! Da! Okay, ich glaube, es ist gleich Zeit für die zweite Tauchflasche. Ich versuche aber so lange wie möglich zu warten. Vielleicht hat sie der Schoßhund gefressen und der ist nun weg. Oh. Oh, wir müssen da runter. Ah! Oh, der erwischt mich scheinbar nicht, wenn ich hier an der Wand klebe. Ah! So viel dazu, so viel dazu, so viel dazu, so viel dazu. Aber er kann mich nicht greifen. Okay, der Panzeranzug ist schon echt nützlich für diese Aktion hier. Der Panzeranzug ist schon geil. Aber man kommt ja echt nicht an den Viechern vorbei. Die sehen einen ja immer safe, ohne Witz. So, jetzt muss ich mal die Towerflasche wechseln, schnell. Ja, ist okay, ist okay. Bam, guck mal. Wie sie voll ist. Nicht ganz, aber... scheint sich doch über die Zeit ein bisschen geleert zu haben, aber nur ganz wenig halt. Waren nur so 4 Sekunden oder so.
Es sind nur noch 700 Meter. Das müssen wir aber schaffen eigentlich. Vielleicht hätte ich mich noch mal heilen sollen vorher. Erst wenn du den weißen Key bekommst, kannst du da rein. Den weißen Key? Was für ein weißen Key? Wo kann ich? Der weiße Key ist jetzt aber... Was ist das jetzt? Ist das jetzt die weiße Tafel? Oder was ist jetzt der weiße Key wieder? Achso, das Tablet. Key gleich Tafel, okay. Also sind wir quasi jetzt storymäßig vorerst am Ende. Stimmt, die haben ja auch gesagt, abgesehen vom Endgame ist ja jetzt alles drin. Das heißt, Endgame fehlt noch und Endgame wäre ja dann das mit der weißen Tafel wahrscheinlich. Endboss und so. Bestimmt ist Margaret dann der Endboss. Oder irgendwer muss ja der Boss sein quasi. Irgendwer muss ja am Ende sich in den Weg stellen, glaube ich schon. Gleich ist deine Seebahn weg. Nein. Wenn ich Pech habe, bin ich gleich weg. Ich habe nur noch 114 Sekunden für 300 Meter. Mich irritiert das voll, dass diese Ellen-Markierung so weit oben ist. Gefühlt. Aber das täuscht, glaube ich, auch ein bisschen. Oh, Alter. Scheiße, jetzt ist der mir ja auch noch mitten im Weg, ey. Ach, lass mich. Ach, verschwinde doch. Hier, ich häng dich ab. Du Lästling. Du lästiger Lästling. Du Molch, du Lustmolch, geh weg. Wie ich ihn dodge. So, da unten ist das, wo ich rein muss. Oh, scheiße. Okay, ich hab Schwein gehabt. Ich muss erstmal bei Ellen atmen und dann muss ich auftauchen. Und dann am besten beide Flaschen voll machen. Oh, Junge. Puh, das war aber auch eine sportliche Länge auf jeden Fall. Nicht schlecht. So, beide Flaschen füllen. Und vielleicht noch trinken. Und vielleicht Medkit nehmen noch. So. Jetzt dann... wieder hoch. Zur Seebahn. Jetzt einfach zur Seebahn hoch. Das wär, ist ja auch schon mal ein gutes Experiment, hier mal zu gucken, ob man jetzt hier die Seebahn wieder zurückkriegt. Muss schon da rechts raus, glaube ich. Da bin ich vorhin auch lang. Dann einfach nur nach oben. Nicht hängen bleiben jetzt. Bin mal gespannt, ob ich von hier unten bis nach da oben komme. Mit einem Atemzug. Könnte knapp werden, wa? So 1000 Meter tauchen? Das ist eine sportliche Tiefe auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt wird es wieder hier so. Mega dunkel wird es hier wieder gerade. Oh shit. So, da oben ist die Höhlendecke. Da tasten wir uns mal entlang. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus, wo wir hier sind. Ich wette aber, ich weiß nicht, ey, irgendwie habe ich das Gefühl, die machen das hier noch so, dass man hier größere Umwege nehmen muss, weil das ist irgendwie nicht im Sinne des Erfinders, glaube ich, dass du mit diesen Tauchflaschen hier so rein kannst, glaube ich. Das ist schon irgendwie ein bisschen lame irgendwie, oder? Da braucht man ja gar nichts eigentlich. Da braucht man ja gar keine Seebahn und irgendwas. Da brauchst du ja eigentlich nur den verstärkten Taucheranzug, damit die Viecher dich nicht instant töten. Ja, und dann, wenn du den Weg kennst, ist ja alles cool eigentlich, ne? Da kannst du ja einfach da rein. Das ist schon ein bisschen zu einfach, würde ich da fast sagen jetzt. Wir haben jetzt ein bisschen weniger als die Hälfte der Tiefe geschafft und wir haben noch die Hälfte des Sauerstoffs. Sieht also noch gut aus. Mein Gott, ist das tief, ey. Mein Gott, ist das tief. 1000 Meter, ey. Das muss man erstmal schaffen. Das ist ja
glaube ich, schon die Tiefe auch zum Vulkanbiom, zum Lavabiom im Original, ne? Das ist ja dieselbe Distanz, glaube ich. Das ist so, als würden wir jetzt vom Lavabiom im normalen Subnautica einfach mal nach oben tauchen, auftauchen. Ist das überhaupt die richtige Seebahn, zu der ich gerade schwimme? Wo haben wir die denn geparkt? Ey, warum ist denn die so weit unten? Schon wieder. Die ist abgesunken, kann das sein? Die ist so ein bisschen nach unten. Runtergedriftet. Okay, jetzt müssen wir gleich nochmal die Flasche wechseln. Ich versuche aber lieber eher die Seebahn zu erreichen noch. 200 Meter noch. Da war ja auch Luft da oben eigentlich. Wie das manchmal täuscht, ne? Ob man jetzt unten, also nach unten oder nach oben schwimmt, das täuscht manchmal voll. Das ist übrigens auch der Grund, warum nach Unfällen oft Leute auch ertrinken, weil sie nicht wissen, ob sie nach unten schwimmen oder nach oben. Insbesondere bei Flugzeugabstürzen im Wasser ist das schon auch ein Problem. Wenn du jetzt nicht gerade durch den Aufprall irgendwie bewusstlos bist oder so, aber man soll sich halt erstmal orientieren, um zu checken, wo oben und unten ist, wenn man irgendwo hinschwimmt, weil man sonst im Zweifel noch tiefer taucht. Tatsächlich. Desorientierung halt. Bei einigen Stellen hätte ich jetzt gedacht, die Seebahn ist unter mir immer noch irgendwie. Also, aber eigentlich bin ich nach oben getaucht. Also so ganz komisch. So optisch ist das schon seltsam manchmal. So. Kann ich jetzt da rein? Jetzt kam ich da nicht hoch oder was? Nicht euer Ernst. Da kann ich doch. Jetzt. Alles gut. Oh Gott, wir haben ja nicht mehr viel Energie. Ach du Scheiße. Pass auf, jetzt kriege ich die hier nicht raus, weil die Energie ausgeht. Das wäre jetzt auch mega lustig, ey. Das wäre mal jetzt richtig lustig. Hat er es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Die Frage ist, komme ich damit jetzt auch wieder zurück? Und geht's hier noch irgendwo hin? Hier ist ja doch ein größerer Bereich auch noch. Oder ist das einfach nur eine fette Gletscherhöhle, die nirgendwo hinführt, außer da hoch? Es wäre schon irgendwie eine ganz schöne Platzverschwendung, wenn hier nichts Interessantes noch wäre. So ein bisschen mehr noch irgendwie, keine Ahnung, mehr von was anderem noch. Ich weiß, dass da der Anfangsbereich war. Special Annie, wir waren hier schon ganz am Anfang schon mal in Below Zero, wo hier noch wirklich gar nichts war, wo nicht mal ansatzweise da unten irgendwelche Höhlen und irgendwas waren, sind wir hier schon hingefahren tatsächlich, an diesen Zugang. Genau dieser Zugang. Sind da an Land gegangen und haben uns die Höhlenverbindung zur Startbasis angeguckt. Genau das. Das ist schon ewig her. Das ist eine der ersten, unter den ersten 10 Folgen war das dabei. I shit you not. Das ist das Erste, was wir mitgemacht haben, als wir die Map erkundet haben. Hier mal zu gucken, was da kommt. Ich kenne die Gegend hier. Nur war da, wie gesagt, nicht dieser Höhlenzugang, der dann so abgeschlossen ist vom Rest der Map. Da konntest du einfach hinfahren. Da war das dann so eine Gletscherspalte, wo du reinfahren konntest. Und dann konntest du da dann einfach an Land gehen. Oder was heißt hinfahren? Damals hat man ja eh alles mit Seegleiter gemacht, weil Fahrzeuge gab es ja eh noch nicht. Da gab es ja noch keine Seebahn. So, jetzt müssen wir aufpassen hier. Nicht, dass wir uns jetzt zerstören. Ja, und jetzt an den hässlichen Viechern vorbei. Möglichst ohne, dass die mich kriegen. Das wäre mal ganz geil, wenn wir das hinkriegen. Der hat sich da auch gerade so ein bisschen verfranzt da hinten. Der Franzmann hat sich verfranzt.
Die alte Franse. Hier, geh mal hoch. Schnell, ohne dass er mich sieht vielleicht dann. Es wäre geil, wenn wir hier rauskommen, ohne dass er mich sieht. Schnell. Oh nein, nein! Ich dachte gerade, er wäre hinter mir. Alles gut. Ich wäre erschrocken, ey. Ich habe dieses Schwimmgeräusch, dachte ich, hätte ich gehört von ihm. Er macht ja so ein Schwimmgeräusch, wenn er hinter einem ist. Sieht cool aus, die Strukturen. Ja, finde ich auch. Das haben sie echt geil gestaltet wieder. Aber Map-Gestaltung kriegen sie eigentlich, haben sie eigentlich immer gut hingekriegt, so. Mich erinnert das ja ein bisschen an The Last Jedi, hier, letzten Jedi, da wo sie mit dem Millennium Falcon auch durch so eine Kristallstruktur durchgerauscht sind. Daran erinnert mich das irgendwie. So, jetzt ist wieder die andere Frage, wie komme ich jetzt hier nochmal raus? Wo muss ich raus? Das ist immer die Frage hier, wo kann ich raus? Ich muss irgendwie erstmal mich oben halten, erstmal möglichst oben lang. Im Zweifel muss ich immer nach oben, aber die Frage ist, wo oben? Hier oben? Ne, hier oben nicht. Hier ist einfach keine. Also ist einfach kein Loch in der Decke. Aha, oh Gott. Oben. Oben, oben, oben. Ich sag's euch, meine lieben Freunde. Oben. Immer schön die Augen offen halten und dann nach oben. Was? Umweltverschmutzung und Höhenangst? Spielbär wird angefressen, wenn er angefressen wird. Ja, da wäre ich richtig angefressen. Aber mich erstaunt gerade, dass wir noch nicht einen weiteren von diesen hässlichen Schattenleviathanen hier jetzt gesehen haben. Da hinten ist einer. Dann sollte ich da mal nicht hin. Komme ich hier irgendwie auch wieder raus? Warte mal, war das nicht hier oben sogar? Kam man hier nicht raus? Da, wo der Heslon ist, glaube ich. Da müssen wir vorbei. Er kommt direkt auf mich zu. Warte mal, ich drücke gleich mal schon die 3. Dann muss ich nämlich nur noch die linke Maustaste drücken, glaube ich. Können wir da nicht auch rechts hoch? Er hat mich noch nicht gesehen, erstaunlicherweise. Wo hätte ich jetzt links hochgemusst? Ich glaube, ich gehe mal lieber links lang. Ist nur so eine Vermutung. Ich weiß es halt nicht. Das ist das Problem. Da müsste ich ja eigentlich irgendwie den Weg markieren. Entweder mit Bojen oder so. Ich glaube, hier geht's raus. Ich gebe schon mal ein bisschen. Ja, hier geht's raus. Wenn man diese pinken Ventilatoren da sieht, dann ist alles cool. Dann muss man da raus. Wir haben es geschafft. Wir haben die Seebahn gerettet. Ich werde irre, meine lieben Freunde. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das funktioniert. So, dann können wir jetzt ja an sich noch mal eine andere kleine Nebenquest erfüllen, die auch noch gesagt wurde, dass ich das mal machen soll. In den Kommentaren auf YouTube wurde das geschrieben. Ich soll mal mir ein Seekobold-Ei holen und soll das mal ausbrüten. So, hier gab es doch sogar Seekobold-Nester hier unten, glaube ich. Oder die Frage ist, hatten die Eier? Das weiß ich jetzt nicht. Das fragen die sich von mir wahrscheinlich genauso. Hatte der eigentlich Eier? Da müssen wir raus. Nochmal schön gucken, ob hier irgendwelche Seekoboldnester sind. Da vorne sehe ich schon... Da ist ein Seekobold. Können wir das nämlich gleich hier abgreifen. Was ist das? Da sind irgendwelche Fragmente drin. Aber das scheinen wir schon zu haben, was auch immer das ist. Ich kann es ja mal scannenderweise... Ach, Krebs, Wärme. Hatten wir den schon? Ne, die hatten wir noch nicht. Ach, guck mal an. Ist ja geil. Wärmereaktor ist schon ganz nice. Da waren diese komischen Container.
Die haben alle keine Eier hier unten. Die Seekobolde. Hier ist noch was. Was ist das? Ist auch eierlos. Ist auch ein Eierloser hier. Alles Eierlose. Also, näher ran. Wärmereaktor. Da kriegen wir wieder Titan. Ja, okay. Weitersuchen. Was ist das für ein Blut? Achso, das ist die erweiterte. Das ist die Tauchflasche. Die brauchen wir jetzt nicht. Die haben wir schon. Da ist noch ein. Ach, sei doch leise. Hau da ab. Sag mal, das ist doch irgendwas für die Seebahn, oder nicht? Oder bin ich jetzt bekloppt? Mann, verschwinde! Geh weg! Sonst zünde ich meinen Zünder. Das willst du nicht, wenn ich zünde. Ach, Junge, ist doch gut. Geh weg! Ich will wissen, was das da ist. Was da drin ist. Warte mal. Jetzt oder nie. Was ist denn das? Zugkraftmodul, was? Was zur Hölle? Das ist aber neu, oder? Das kenne ich aber noch nicht. Was ist denn das Zugkraft? Ah, das ist, wenn man viele... Geh rein, geh rein, geh rein! Warum kann ich denn nicht? Ich habe auf die Scheiße dazu gegriffen wieder. Auf diese blöden Energiezellen. Ich reg mich aber auch auf immer jedes Mal. Ich will doch nur da rein in die Seebahn. Nicht irgendwie irgendwelche scheiß Energiezellen aufmachen. Hier, warte mal jetzt. Essen und trinken. Das kenne ich aber noch nicht hier. Das ist, wenn man hier mehrere Module hinten ranhängen will an die Seebahn, damit die nicht ineffizient wird, glaube ich. Das Zugkraftmodul. Eier habe ich nur in der einen Höhle gefunden, okay. Dann würde ich doch mal sagen, auf zur Eierhöhle. Bevor ich hier aufgegessen werde noch. Außerdem muss ich die Seebahn mal dringend aufladen. Ja, nur noch 41%. Also ich glaube, wir können safe sagen, es macht Sinn, oder es ergibt Sinn, mit einer voll aufgeladenen Seebahn diese Missionen zu machen. Erleichtert die Steuerung der Seebahn bei mehreren Modulen. Aber nur die Steuerung? Doch eigentlich macht sie das doch auch schneller, oder nicht? Dachte ich. Ich hatte gedacht, da geht es um die Geschwindigkeit. Weil man doch langsamer wird, je mehr Module man hinten dran hat. Du hast bestimmt Eier im Kühlschrank. Ja, super. Habe ich wirklich tatsächlich. Und die packe ich heute auch aus. Und dann esse ich die auch. Dann stecke ich die mir in den Mund. Pass mal auf. Meine eigenen Eier. Da guckst du, wa? Was ich alles kann. Wenn du jetzt noch ein Stück weiter von deiner Base fahren würdest, kämst du zum Leviathan. Wie, jetzt noch ein Stück weiter nach rechts, oder was? Ah. Ich muss erstmal die Seebahn aufladen, bevor ich jetzt nochmal eine neue Mission mache. Die braucht jetzt erstmal Energie. Das heißt, wir gehen jetzt mal schnell in die Höhlen von den hässlichen kleinen Kobolden und dann holen wir uns noch ein Ei. Oder zwei. Von dem Gebiet, wo du warst, dass der Tiefe aufgetaucht ist. Hä? Vom dem Gebiet, wo du aus der Tiefe aufgetaucht bist. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Beschreib doch mal die Umgebung da vielleicht. Ich meine, ich habe dir ja auch die Umgebung beschrieben, wo du den Tauchanzug findest, den verstärkten. Und das ist ja eigentlich auch recht eindeutig, würde ich zumindest sagen. Das war halt das Wrack, wo wir da gerade rumgeschwommen sind. Ja, ich glaube, ich weiß, wo das ist, was
wo man das, wo man den Emperor findet. Weiter raus hinter dem Lilipad. Ja, siehst du, genau, damit kann ich ja was anfangen. Das ist ja, es passt ja. So, aber jetzt holen wir uns trotzdem erstmal das Ei. Bevor wir jetzt noch die Enzyme holen. Stimmt. Enzyme wollten wir auf jeden Fall auch holen, genau. Jetzt holen wir uns das Ei. Oder zwei. Ich hatte ja noch keins geholt, oder? Ich glaube schon, dass ich das nicht mache. Also, warte mal. Wir können ja mal schnell... Können wir was laden? Ich leg mal die Tauchflasche weg. Nimmt zu viel Platz weg. Wenn wir mal wieder so eine Aktion machen müssen, haben wir aber immerhin schon mal eine zweite Superflasche. So, dann holen wir uns mal Eier, wa? Legen wir uns mal Eier zu. Leg dir mal Eier zu. Ah! Vielleicht wären meine Panikschreie dann auch männlicher, man weiß es nicht. Nee. Nee. Tja, wir suchen Eier und dabei ist gar nicht Ostern, dabei ist Weihnachten eigentlich. Sehr verrückt. Verrückt, was wir hier schon wieder machen. Wir sind wieder voll deplatziert. Alles voll deplatziert hier. Ich glaube, ich weiß sogar, in welcher Höhle ich das Ei gefunden habe. Das war so eine einzelne Höhle von den Seekobolden. Das war gar nicht so diese große, das war so eine einzelne kleine. Da war so ein Nest. Ich glaube, es ist sogar hier. Ich glaube, es ist sogar die hier. Nee, ist es nicht. Aber es war schon so ein einzeln stehendes Nest, das relativ weit oben in der Höhle war, kann ich mich erinnern. Auch so in so einer, ja, wie gesagt, in so einer einzelnen Höhle halt. Das war eine einzelne Höhle. Ja, ich glaube, ja, hier war das doch. Nee, das ist keine einzelne Höhle. Nee, aber hier in der Nähe müsste es eigentlich sein. Ah, so eine Mini-Höhle. Bestimmt dauert das jetzt wieder 3 Stunden, diese eine... Ah, okay, vergesst das, was ich gesagt habe. Ein Seekobold-Ei. Im ersten Mal meckern, dass es 3 Stunden dauert. Es war übrigens nicht die Höhle, es war nochmal eine andere. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Below Zero selber zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und diese Videos direkt und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen über die Glocke, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Subnautica Below Zero. Bis dann, ciao, ciao!